Hallihallo und willkommen zurück zu Folge Nummer 5, diesmal von Let's Hack Flife. Aus gegebenem Anlass befinden wir uns diesmal wieder auf Yannick Mamas Privatserver, die Divine Flife. Und, jo, ich beende mal schnell das Menü hier und so weiter und werde zunächst einmal hier drin kann ich euch noch was zeigen, eine kleine Ankündigung machen, eine Ankündigung ist schwer zu sagen, eine kleine Nachricht. Ein gewisses neues Feature, was eingebaut wurde, ist aus gewissen Gründen bereits vonstatten gegangen. Ihr seht, ich bin unsichtbar. Den Rest werdet ihr von dem Feature noch sehen. Und ich werde einfach, wie das Ganze funktioniert, nicht zeigen. Es ist relativ kompliziert, aber ich möchte nicht, dass jemand auf die Idee kommt, das auch zu benutzen. Ähnlich jetzt wie bei dem Item-Hack, der ja dank Muti mehr oder weniger bekannt ist mittlerweile. Und ein kleines weiteres Nebenfeature, was jetzt allerdings nicht so sehr zur Sache tut, ist Crash-Feature. Wir können beliebige Personen crashen, indem wir lediglich ein /Say-Packet an sie senden. Wir können generell Chat-Packets senden, wir könnten auch mehrere Leute crashen mit anderen Packets, aber im Moment reicht das Say-Ding. Da wird noch mehr reinkommen. Kommen wir jetzt aber zu dem nächsten Feature, was eingebaut wurde. Und dazu gehen wir einfach mal fix in die PvP-Arena. Arena betreten. Ist da überhaupt jemand? Super, da ist niemand in deiner PvP-Arena, Yannick Mama. Kann ich gar nichts Tolles machen. Das freut mich ja. Danke sehr. Gehen wir hier hoch. Übrigens, da jemand Gewisses meinte, dass ich unauffällig springe nach den Teleportingern, es ist gewollt, dass ich kein Positionsupdate an den Server schicke, sobald ich mich irgendwo hin teleportiere. Das liegt daran, dass ich auf die Art entscheiden kann, ob ich an der Stelle, wo ich mich hin teleportiert habe, bereits gesehen werden will oder nicht. Beispielsweise jetzt, wenn ich mich, oder unter anderem, ebenfalls wichtig, da ja mehrere Server-Packets gesendet werden, wenn ich mich in einem vollen Gebiet bewege, würde ich auch gerne serverseitig in diesem Gebiet bleiben, bis ich an der gewünschten Stelle bin, sodass meine Teleports schnell vonstatten gehen. Nur so weit. Ich teste gerade was. Ist das hier schon die Arena? Ja, ist die Arena. Oh, er ist gestorben. Wie kommt das bloß? Ah, Hilfe! Tja. So. Da steht er. Kann man hier oben auch angreifen? Ich teste das mal. Nee, kann man nicht. Kann ich in Attack Packet zicken? Nee, kann ich auch nicht. Okay, dann schauen wir mal hier unten. Na. Oh, du bist tot. Tja, wie kommt das bloß? Ja, ich bin Level 20, falls ihr das seht. Aber das ist doch toll, oder? Und ich bin unsichtbar, er sieht mich nicht. Du da unten, mach dir was aus zu krepieren. Du bist tot. Hooray! Macht irgendjemand anderem noch was aus zu krepieren? Na, das ist langweilig. Allerdings habe ich mir überlegt, ich könnte ja mal versuchen, ein bisschen zu leveln. Arena-Verwalter, gehen wir wieder raus hier. Und mit diesem netten Feature, nenne ich es jetzt mal, einfach mal, wo soll man denn hin? Gehen wir mal nach, Teleportfenster, nach Shadowar. Teleport. Danke sehr. Hier hoch. Komm schon, Server-Packet. Server-Packet, bitte. Ah, geht doch. Hier oben gibt's Monster. Du, stirb. Ich habe falsch gedrückt, sorry, mein Fehler. 6 Level Ups. 5 Level Ups. 4 Level Ups. 4 Level Ups. Nochmal ein paar Level Ups. Ja, wir sind schon Level 45, das geht ja fix. Wir müssen erstmal näher hier vorne rangehen. So. Ich glaube, wir können gleich unseren Second Job Change machen. Ja, das können wir jetzt. Also, Teleportation zu Darken City. City. Und jetzt mal gucken, ob dieser schöne Peace-Server hier noch die Jobquests drin hat oder ob ich netterweise mal schnell meinen Job ändern kann. Wobei ich es fast bezweifle. Mal gucken. Ja, ich möchte Blade werden. Jage 20 Driller. Na. Danke, Yannick. Ich darf jetzt 20 Driller jagen wegen dir. Super. 20 Driller. Da freut man sich doch drüber. Und anstatt mich hier durch die Gegend zu teleportieren, hätte ich auch einfach... Seht ihr, die Position wird nicht geupdatet automatisch. Und ich kann relativ fix teleporten, weil ich jetzt noch serverseitig in Darkon stehe. Wobei jetzt nicht mehr.
Wenn ich jetzt von hier versuche, ein Teleportpaket abzuschicken, dürfte das nicht ganz so schnell funktionieren. Seht ihr? Das ist der Grund, wieso ich zwischendrin nicht manuell ein Packet abschicke vom Client. Hallo, bin ich noch da? Ja, ich bin noch da. Ich müsste nur mal, Sauerpacket, danke. So, ich hoffe, jetzt hat jeder verstanden, wieso ich nicht manuell eine Positions-Updates-Packet abschicke. So, 20 Driller umbringen. Super. Du da, stirb. Du da, stirb. Du da, stirb. Du da, stirb. Und du da hinten stirb auch. Ich sollte den Part in Let's Change Second Job Giant Driller stirb Let's Change Job nennen und nicht Let's Hack Fly. Driller. Driller töten ist kacke. Ohne Witz, baut die Second Job Chains aus eurem Server. Die sind nur nervig und langweilig. Du tot, du tot, du tot. Noch irgendwer. Du tot. Hallo, Driller, jemand hier? Wuhu, jemand zu Hause? Da sind sie wieder respawned. Und ich glaube fast, wir haben gleich... Nee, das sind noch nicht ganz genug. Zwei Stück noch. Zwei Stück nach. Da hinten ist da was. Da sind gleich. Da hinten möchte ich. Und da haben wir sie alle. Jetzt gehen wir wieder nach Dorken City. Jo. Da vorne müssen wir hin. Zu Blade Master. Gratulation, du hast den ersten Test bestanden. Ja, das freut mich, dass ich den ersten Test bestanden habe. Empfehlung schreiben, bla bla, Nachfolger, bla bla. Guabril, dem Blade weisen. Quelle der verstorbenen Seelen im Lied. Ach, ich glaube, das war in Flaris. Musst du den Earring of Herod finden, der irgendwo in Herod, Darkon 3 verschollen ist. Ey. Super. Hier hoch bitte. Komm schon. Ich will doch nur teleportiert werden. Server schickt Packets ab. Da hoch. Danke. Da hoch. Hier oben ist Heron, oder? Müsste eigentlich. Herod, ja. Hier muss irgendwo der Ring rumliegen. Ja, nix Voodoo, Leute, aber ich habe jetzt keine große Lust, hier den Ring zu suchen. Ihr habt ja gesehen, wir können one-hitten, was wir wollen, wir sind unsichtbar. Das ist quasi das einzig Wichtige. Das einzig Wichtige. Ich schau mal hier hinten, ob da zufällig an dieser Stelle dieser Ring rumliegt. Nee, das ist ein Altar. Wo liegt dieser bescheidene Ring rum? Da unten irgendwo? Ich habe nämlich absolut keine Ahnung mehr. Es ist ja wohl... Ist ja wohl grausam, was die hier für Quests einem aufzwingen. Ist das da? Earring of Heron. Oh, wir haben ihn tatsächlich. Okay. Dann gehen wir mal zu... Larus, ich mache in diesem Video nicht länger als 15 Minuten. Wir machen einfach so weit, wie wir kommen. Da hoch, da hoch, dahin bitte. Da, Quelle der verstorbenen Seelen oder so. Blade, 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 Ringmaster. Vorne ist Elementor, Ranger, da oben. Blade Visor. Dann sag mir mal bitte, was ich machen soll, Orion sind Besitzer übergeben, Besitzer bei Heaven, bla bla bla. Bitte bring Orion zu ihm, sein Name ist Alter und lernt Astronomie von seinem Lehrer. Er freut sich über das Gesicht von Arthur, wenn er den Ohrring findet. Die Quests sind so schlecht durchdacht, verdammte Kacke, das geht gar nicht. Von seinem Lehrer neu im Observatorium in Flaris. Okay, wir müssen ins Observatorium von Flaris. Lass mich mal runter zum Observatorium von Flaris. Das ist irgendwo da. Ist das da hinten? Sag mal, ist das da hinten? Ich glaube nicht, nee. Ist das das da? Nö. Wo ist das Observatorium von Flaris? Ich möchte es wissen. Da hinten irgendwo? Observatorium von Flaris. Wo bist du? Wo bist du, bist du, bist du? Fisches Lu. Na, vergessen wir das.
Es hat jetzt keinen großen Sinn, euch die riesige Jobquest hier noch zu zeigen. Jo. Aber wir können alle one-hitten und alle töten. Und das habe ich schon 15 Mal gesagt. Und ja. Okay, das war's mit diesem Zeige-Feature. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die hier war jetzt wohl ein bisschen kürzer. Also, tschö, bis dahin.